Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das heutige Video hier starten soll. Minecraft mit Luca ist mittlerweile 3 Jahre her. Und ich bin sicher nicht der Einzige, dem das Projekt sehr am Herzen lag. Meine Schwester und ich haben uns auf jede einzelne Folge gefreut. Und seit ich gemerkt habe, was für eine unfassbar schöne Zeit mir diese Serie geschenkt hat, habe ich es nicht mehr aus dem Kopf bekommen, irgendwann selbst mal sowas zu machen. Sie zu schauen war was Besonderes und sie wird auch für immer einzigartig bleiben. Aber wir können unsere eigenen Abenteuer schreiben und hoffentlich ein paar genauso schöne Erinnerungen erschaffen wie Luca damals für mich. Und damit ein herzliches Willkommen zu Einfach Minecraft. Okay, ich bin richtig nervös gerade. Ich hoffe, diese Welt wird irgendwie gut aussehen, wird irgendwie zum... Okay, das ist der Wahnsinn. Das sieht unfassbar schön aus. Dieser Shader hat einfach was Besonderes. Diese Sonneneinstrahlung wie... Das ist unfassbar schön. Warte mal. Nein! Doch! Das ist eine Insel! Das ist der Insel. Ich konnte mir keinen besseren Spawn für unser Projekt vorstellen. Hier haben wir Mini-Edgars. Das sind Hunde. Die können wir uns auch direkt zähmen. Das ist ja der Hammer. Ich würde sagen, noch bevor wir ein bisschen Holz abbauen, gehen wir mal hier ein bisschen die Welt erkunden. Warte mal, ist das... Das ist von allen Seiten von Wasser umgeben. Ich sehe hier schon so richtig vor mir, was wir hier alles bauen werden. Unsere ganzen Projekte. Jetzt müssen wir natürlich auch noch vom Baum runterkommen irgendwie. Okay, hier können wir ohne Fallschaden Schritt für Schritt immer weiter runtergehen. Welchen Baum bauen wir zuerst ab? Wisst ihr was? Wir nehmen den Birkenbaum. Ich finde Birke schön und ich stehe dazu. Wir nehmen den Birkenbaum. Er fühlt sich bestimmt sehr geschmeichelt, jetzt gefällt zu werden, aber das Erste, was man in jeder Minecraft-Welt macht, ist einen Baum abzubauen. Das ist echt Wahnsinn, auch hier mit diesen kleinen Partikeln. Ich bin gerade echt ein bisschen verzaubert. Wir machen uns natürlich direkt einen wunderschönen Crafting Table. Okay, wir haben hier direkt ein bisschen Stein. Das ist gut. Machen uns eine kleine Spitzhacke. Warte mal. Doch, so macht man eine Spitzhacke. Und wir bauen direkt unseren ersten Stein ab. Unsere erste Holzspitzhacke werden wir auf jeden Fall aufheben. Normalerweise wird die immer weggeworfen, aber solche Erinnerungsstücke möchte ich einfach aufbewahren. Wir können dafür so ein richtig cooles Museum bauen für besondere Items. Ich habe so richtig viele Ideen, die ich einfach in dieser Welt machen möchte. Aber wir sollten uns auch mal dringend um ein bisschen Essen kümmern. Hoffentlich kriegen wir aus einem von diesen Grasbüscheln hier Weizensamen gedroppt. Ich weiß nicht genau, was die Chance dafür ist, aber ich möchte so ein richtig... Warte mal, wir haben Weizen da bekommen. Ich habe mich noch nie so selber Weizensamen gefreut. Und direkt noch einer. Und noch einer. Können wir hier irgendwo ans Wasser gehen? Ist hier irgendwo so ein kleines tieferes Ufer? Wie wäre es, wenn wir hier so ein kleines Feld hinbauen? Zwischen dem Berg und dem Festland hier. Ich glaube, das könnten wir richtig gut machen. Das würde richtig gut aussehen. Oder hier hinten, das sieht sehr nach einem flachen Ufer aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier noch so einen kleinen Wasserteich. Die Welt ist so wunderschön. Ich habe mich instant verliebt. Okay, wir haben hier so eine kleine Unterwasserhöhle. Es ist relativ dunkel hier unten. Sieht ein kleines bisschen bedrohlich aus. Oh, Edgar, willkommen, willkommen, willkommen. Du warst hier bestimmt schon viel länger als ich. Ich bin mir sicher, wir werden eine wundervolle Zeit mit... Wir müssen uns eigentlich auf das Weizenfeld konzentrieren. Passt auf, wir können uns jetzt noch ein paar Sticks machen und dann eine kleine Ho. Und damit können wir unsere ersten Weizensamen anbauen. Let's go! Wie sehr ich mich über so kleine Sachen freue. Allerdings scheint es gerade Nacht zu werden und ich habe mein Crafting Table vergessen. Oh nein, der Wolf hat das Schaf gekillt. Nein, das darfst du nicht. Wir müssen nicht einzäunen. Du darfst hier nicht alle Schäfchen killen. Die armen Schäfchen. Oh nein. Nein, es ist zu spät. Er hatte noch nicht mal einen Namen. Okay, wir haben jetzt allerdings ein kleines Problem. Es wird nämlich Nacht und wir haben nichts. Wir haben absolut gar nichts. Oh nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Soweit ich noch weiß... War hier ein bisschen Kohle. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt irgendwas sieht. Doch, doch, da ist etwas Kohle. Okay, ein Stück konnten wir abbauen. Immerhin. Ein zweites brauchen wir auf jeden Fall noch. Damit können wir uns 8 Fackeln machen. Perfekt, wir haben sogar noch 2 Sticks. Wir platzieren einfach mal die erste Fackel. Ich fühle mich gerade nicht sehr wohl. Ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett.
müssen hier zumindest die Umgebung ein bisschen ausleuchten. Und es fängt auch noch an zu regnen. Wir hatten kaum noch Essen, deswegen habe ich einen Ofen gecraftet und das Fleisch von den verstorbenen Schafen durchgebraten. Und das hat zum Glück gereicht, um den Hunger einmal aufzufüllen, aber die Nacht hat gerade erst angefangen. Oh mein Gott, ein Zombie ist direkt neben uns gespawnt. Oh nein, okay. Wir haben unser erstes Monster erledigt. Oh nein, ein Creeper ist gespawnt. Oh nein, das sind Skelette. Wieso sind hier so viele? Los, macht euch gegenseitig fertig! Oh nein, ich kann hier überhaupt nichts sehen. Wir müssen eine von den Fackeln wieder aufheben. Warte mal. Was ist, wenn das Skelett den Creeper abschießt? Ah! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich bin in einer Hülle gefangen! Nein, 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 nein! Bitte, 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 bitte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso war da eine Höhle? Das kannst du dir nicht ausdenken. Okay, wir essen unser letztes Stück Fleisch. Wir kommen immerhin auf 8 Herzen. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, hier rauszukommen. Hoffentlich sind hier keine Skelette oder so. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich glaube, wir scheinen in der Höhle sicher zu sein. Solange wir nicht noch weiter runterfallen. Und hier ist das Unglück passiert. Jetzt haben wir natürlich kein Essen mehr. Das ist sehr, sehr grenzwertig. Wir nehmen einfach mal unsere Holzblöcke, um uns rauszubauen. Hoffentlich geht das Ganze gut. Oh nein! Das kannst du doch keinem erzählen! Wieso regnet es Creeper? Wir müssen schnell unsere Items holen. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also da in die Höhle zu fallen, das war alles andere als schlau. Hoffentlich finde ich sie überhaupt wieder. Ja, okay, hier war's. Oder? Nein, das ist eine andere Höhle. Wieso gibt's hier so viele Höhlen? Ich will doch nur meine Items finden. Wo sind wir reingefallen? Okay, wir brauchen eine weitere Fackel. Ohne Fackel wird das Ganze hier nichts. Es wird wieder heller. Der arme Hund ist das geworden. Ja, okay, hat auch unsere beide Schafe gekillt. Geschieht ihm recht. Safe. Ja, hier sind wir reingefallen. Von euch habe ich absolut genug. Du wirst mir nicht schon wieder alles vermasseln. Ha! Geschieht dir recht. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe jetzt den Creeper reingeboxt und der bewacht jetzt unsere Items. Das war alles andere als schlau. Wie kommen wir jetzt an die Items, ohne dass der Creeper mich schon wieder umbringt? Riskieren wir es einfach. Wir müssen jetzt da rein. Da ist jetzt auch noch ein Zombie gespawnt. Pass auf, wir müssen jetzt hier rein. Einfach. Oh nein, noch ein Creeper! Puh. Ich glaube, wir sind sicher. Wir haben ein halbes Herz, sind irgendwo in einer Höhle, aber wir haben einen Teil unserer Items wieder. Wir haben die Holzspitzhacke, das ist das Wichtigste. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich glaube, wir können einfach Zombiefleisch essen. Müssen den Creeper zu uns locken. So könnte das funktionieren. Ja, okay, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Monster sind. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Ich glaube, wir könnten vorsichtig versuchen, wieder an die Oberfläche zu gehen, denn es sollte mittlerweile Tag geworden sein. Hoffentlich sind hier keine Monster mehr. Oh nein! Oh! Noch nie so einen Jumpscare wegen einem Zombie gehabt. Okay, er hat zumindest noch ein verrottetes Fleisch gedroppt. Ja, Leute, die kleinen Geschwister, man kennt sie. Meine Schwester ist einfach reingekommen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft das passiert. Wir haben jetzt immerhin 3,5 Herzen. Ich glaube, wir könnten es ein weiteres Mal versuchen. Es scheint immer noch zu regnen. Es sollte aber mittlerweile Tag geworden sein. Okay. Das kannst du aber auch keinem erzählen, dass es direkt am zweiten Tag durchregnet. Okay, das Weizen wächst sehr, sehr langsam. Ich denke, wir brauchen noch ein paar mehr Samen. 2, 3, 4, 5. Warum habe ich es nicht direkt schon von Anfang an gemacht? Damit können wir auf jeden Fall unser kleines Weizenfeld hier erweitern. Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier auch mal ein bisschen größer. Und natürlich eine Fackel, damit das Ganze gut beleuchtet ist.
Die können wir hier hin platzieren. Hoffentlich wächst unser Weizenfeld jetzt gut. Wir brauchen nämlich dringend was zu essen. Und während das Feld wächst, möchte ich den ganzen Strand hier noch ein bisschen Eisen absuchen. Als allererstes nehmen wir sehr gerne ein bisschen Kohle mit. Wir brauchen wirklich nicht viel Eisen. Alles, was ich im Moment haben möchte, ist eine Schere und ein Eimer. Okay, das wird sehr, sehr grenzwertig mit den... Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich habe ein halbes Herzen verloren. Das ist in Ordnung. Und da ist noch mehr Kohle? Das ist ja Wahnsinn. Aber 5 Stück reichen uns erstmal. Wir haben hier auch Zuckerrohr, das ist sehr gut zu wissen. Das können wir eigentlich auch mal mitnehmen und bei unserem kleinen Camp anbauen. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir irgendwie ein bisschen Eisen finden könnten. Brauchen wirklich nicht viel. 5 Stück und dann bin ich zufrieden. Also Kupfer ist hier wirklich überall. Wir haben immerhin noch ein bisschen Kohle gefunden. Aber wir brauchen ja gar keine mehr. Oh nein, ich befürchte, dass es schon wieder Nacht wird. Ja, es wird schon wieder Nacht. Wir machen schnell ein paar Fackeln und fangen sie an, hier überall auf der Insel zu platzieren. Ich möchte diese Insel auf jeden Fall absichern. Oh nein. Ich höre Mobs. Ich höre Zombies. Wir haben nicht mal mehr genug Hungerbalken, um zu sprinten. Das Gute ist, unser Camp scheint sicher zu sein. Hier scheinen nicht zu viele Monster zu spawnen. Was ist denn hier los? Es sind so viele Mobs. Ich glaube, wir müssen uns wieder vom verrotteten Fleisch ernähren. Aber wir tun, was wir müssen, um zu überleben. Was ist denn hier los? Okay. Wir haben eine Karotte bekommen! Das ist die Rettung! Wir haben eine Karotte bekommen! Ich bin gerade echt ein bisschen fassungslos. Wir werden definitiv die Karotte direkt anbauen. Hier in der Ecke platzieren wir sie. Guckt euch einfach mal diesen Himmel an. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf ein Projekt gefreut oder auf ein Video wie dieses Mal. Ich weiß noch, als ich vor 7-8 Jahren Minecraft Fusion Fall entdeckt habe. Und es ist schon extrem cool, sowas jetzt selbst mal zu machen. Das ist eine sehr, sehr große Höhle. Das Problem ist, ich sehe absolut gar nichts unter Wasser. Ich glaube, es würde Sinn machen, sich eine Tür zu craften, damit wir unter Wasser atmen können. So, hier können wir atmen. Aber ich sehe halt legit gar nichts. Ah, okay. Wenn wir uns so hinstellen, dann können wir uns ein bisschen umschauen. Oh, da unten ist Eisen. Ich hab... Nee, warte, das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Das ist gar kein Eisen. Warte mal, direkt neben mir ist Eisen. Oh, wie lost. Ich nehme die Fackeln einfach mal in die Offhand, dass wir hier dauerhaft irgendwas sehen. Und jetzt können wir das einfach abbauen. Ist hier hinter vielleicht... Na, okay. Mehr als ein Eisen konnten wir leider... Doch, da ist noch eins. Wie cool, wir haben einfach 2 Eisen. So, das reicht zumindest für eine Schere. Und am liebsten hätte ich noch 3 Stück für einen Eimer. Ich würde sagen, wir nehmen unsere Tür und gehen ein kleines bisschen tiefer runter. Da ist Eisen. Ich sehe Eisen. Oh mein Gott. Irgendwo hier war das. Ja, hier ist es. Wir stellen hier neben direkt unsere Tür auf. So, und jetzt können wir das abbauen. Hoffentlich ist hier mehr als eins. Ja, okay. Hier ist nur eins, aber besser als nichts. Es scheint nicht so, als würde es hier noch mehr Eisen geben. Was sehr merkwürdig ist bei einer so riesigen Höhle. Okay, wir haben Gold und Eisen. Wir haben Gold und Eisen gefunden. Perfekt. Das ist es. Ich glaube, das Gold können wir noch nicht abbauen. Aber das Eisen schon. Für das Gold brauchen wir eine Eisenspitzhacke. Aber jetzt haben wir alles. Wir haben unsere 5 Eisen. Und wir sind an der Oberfläche. Und es ist wieder Tag. Es ist so schön, wieder Sonnenlicht zu sehen. Okay, wir haben hier überall Wölfe. Aber wir haben leider keine Schafe mehr. Wir könnten versuchen, ein Schaf auf einer anderen Insel zu finden. Und ich glaube, uns bleibt auch nichts anderes übrig. Da müssen wir das natürlich auch sehr gut von den Wölfen beschützen. Also machen wir uns jetzt schon mal ein paar Zäune. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, unser Eisen zu schmelzen. Das werden wir gleich auf jeden Fall auch noch tun. Machen wir uns erstmal auf die Reise. Okay, wir haben einen Wald gefunden. Hier gibt es auf jeden Fall Schafe. Das Problem ist nur, wir haben noch keinen Weizen. Aber wir versuchen mal unser Bestes. Oh, wir können ja gar nicht mehr sprinten. Okay, wir haben ein Schaf. Pass auf. Wir setzen dich hier ins Boot. Geh bitte ins Boot. Ja, das Schaf ist im Boot.
Ich weiß, du hast bestimmt noch niemals gesehen, dass jemand am Land Boot fahren geht, aber vertraue, Bruder, das gehört alles zum Plan. Das ist kein Kidnapping. Ich mache mit dir nur eine Entdeckungsreise. Wieso hat er seinen Kopf so komisch? Ja, tut mir leid. Das ist nun mal der schnellste Weg nach Hause. Okay, da hinten erscheint wieder unsere Welt. Ah, und hier sehe ich sogar noch ein Eisen. Das können wir gerne auf dem Weg mitnehmen. Warte mal, was? Was ist das denn hier? Ist das so ein Eisbiom? Tatsächlich! Wahnsinn. Und die Sonne geht unter. Es ist so wunderschön. Wir parken einfach mal hier, pass auf, dann kannst du gut aussteigen. Komm, Schäfchen, komm an Land. Nein, wieso läufst du denn wieder ins Wasser? Wo willst du denn hin? Du weißt genau, dass das zu weit weg ist. Ja, komm lieber mit. Ich bin deine beste Hoffnung zu überleben. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Es ist gefährlich da draußen. Zack, zack. Nein! Wieso läufst du denn weg? Pass auf. So. Nein, 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 nein! Wo läufst du hin? Und wir sollen beste Freunde werden. Okay, ich hab keinen Zaun mehr. Nein, 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 bleib doch da drin, Sean. Okay, pass auf. Jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein. So. Bitte bleib da drin, bleib da drin, bleib da drin, bleib da drin, bleib da drin. Wir haben ihn! Also, ich meine, willkommen in deinem neuen wunderschönen Zuhause, Sean. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Oh nein, wir werden ihm schnell was Besseres bauen. Pass auf, du kriegst sogar eine Fackel. Macht euch fertig, let's go. Okay, und zwei Knochen. Damit können wir das Weizen und die Kraute. Ja. Sehr gut. Und ein bisschen Weizen. Und das allererste, was wir jetzt machen, ist erstmal unser Eisen durchschmelzen. Damit werden wir uns einen Eimer und eine Schere machen. Das heißt, wir können Sean scheren und wir können unser Weizenfeld an einen besseren Ort verlagern. Ich würde sagen, die Weizensamen, die bauen wir einfach mal ab, die noch nicht wirklich viel gewachsen sind. Dadurch, dass wir jetzt 4 Weizen haben, können wir uns ein leckeres Brot machen. Ist auf jeden Fall ein Upgrade vom verrotteten Fleisch. Und wir haben sogar noch einen Weizen für Sean übrig. Da soll mir einer in den Kommentaren sagen, dass ich ihn nicht gut behandelt habe. Wehe, das schreibt jemand. Der Mond geht langsam unter und wir sollten bald die Sonne am Horizont erblicken. Das Weizen ist, glaube ich, gewachsen, oder? Nee, noch nicht ganz. Die Sonne geht auf. Die Nacht geht zu Ende. Die letzten Monster verschwinden langsam. Was für ein wunderschöner Sonnenaufgang. Unser Eisen hat fertig gebraten. Und wir können weiterhin unsere Pläne verfolgen. Oh nein, da ist Sean. Er kann sich ja kaum bewegen. Okay, nimm mir das nicht übel, aber bevor wir dir ein vernünftiges Gehege bauen, muss ich mir ein bisschen deine Wolle ausborgen. Hiermit haben wir 3 Stück. Und somit endlich genug für ein Bett. Ich würde sagen, hier ist sogar schon der perfekte Ort für das Gehege. So ein bisschen im Wald noch. Den bauen wir einfach mal ab, denn wir brauchen sowieso noch ein bisschen Holz. Ich verteile hier auch überall diese Crafting Tables. Ich glaube, wenn man so mein Zimmer hinter mir sieht, da merkt man, dass ich nicht immer ganz ordentlich bin. Okay, wir haben uns jetzt noch 12 Zäune und ein Zauntor gemacht. Ich würde sagen, wir machen das Gehege einfach mal hier hin. So vielleicht. Ich glaube, so irgendwie. Hier sieht mir das Ganze noch ein bisschen zu flach aus. So, das gefällt mir doch schon viel besser. Ich glaube, so lässt es sich auf jeden Fall leben als kleines Schaf. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie da reinlocken. Ich nehme einfach mal hier ein paar Dirtblöcke. Damit sollte es eigentlich klappen. Wir den Block hier abbauen. Und den Block hier. Pass auf, was du sagst. Immerhin habe ich dich noch nicht zum Steak verarbeitet. Guck mal, hier tue ich dir ein bisschen Wasser hin. Eigentlich könnten wir hier auch mal direkt so eine große Wasserquelle machen. Dann haben wir hier oben auch immer Wasser. Guck mal, schauen. Wir packen hier sogar noch... Oh nein! Da sollte kein Wasser hin, da sollte die Fackel hin. Die Sonne geht wieder unter. Aber dieses Mal sind wir vorbereitet. Dieses Mal können wir uns nämlich ein Bett machen. Ich weiß. Krasses Achievement. Und das ist das erste Mal, dass wir schlafen können. Wahnsinn.
Und ich würde sagen, hier ist eigentlich auch der perfekte Ort für unseren ersten kleinen Unterschlupf. Zwischen den Bäumen, in der Nähe von Sean. Oh, du gehst baden! Guck mal, ich möchte dir so eine kleine Überdachung bauen. Da wirst du dich bestimmt drüber freuen. Siehst du, falls es dann regnet, kannst du dich einfach hier unterstellen. Oh, er hat wieder gegessen! Tut mir leid, aber deine Artgenossen wurden von Wölfen gegessen. Der Grund, warum ich Sean so oft seine Wolle klaue, ist, weil ich mir als ersten kleinen Unterschlupf ein kleines Zelt machen möchte. Ich bin nicht wirklich gut im Bauen, deswegen hoffe ich, dass das Ganze irgendwie halbwegs vernünftig aussehen wird. So, und bis Sean wieder neue Wolle bekommt, können wir hier schon mal anfangen, ein bisschen mit Zäunen zu arbeiten. Ich denke nämlich, dass hier der Mittelgang von einem Zaun gehalten wird und dass wir den Zaun bis hier hinten durchziehen können. Ich denke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So lang könnte das Zelt doch werden. Hey, du badest ja echt gerne. Die nächste halbe Stunde habe ich damit verbracht, auf Seans Wolle zu warten und einen Wolleblock nach dem anderen ans Zelt zu platzieren. So lange habe ich ein neues Feld gebaut, damit wir alles direkt in der Nähe haben und Sean ein bisschen Gesellschaft besorgt. Edgar, wo bist du? Oh nein, ein Edgar ist da runtergefallen. Keine Sorge, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich glaube, wenn ich hier Wasser platziere... I am under the water. Da ist er! Edgar, du bist gerettet! Komm mit, ich habe eine leckere Karotte für dich. Hier, guck. Guck. Komm, wir machen uns auf den Weg zusammen. Komm, Edgar. Hey, ihr zwei. Oh mein Gott, so viele Edgars! Das ist die Insel der Edgars. Sean, ich habe Gesellschaft für dich. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Ich glaube nicht, dass Sean glücklich sein wird. Vielleicht hätte er sich über einen Edgar als Freund gefreut. Aber vier? Vier Edgars? Immerhin bist du jetzt nicht mehr alleine, Sean. Und wie fühlst du dich? Ja, du hast recht, mir reicht schon eine Schwester, um mich auf die Palme zu bringen. Um den Prozess etwas zu beschleunigen, bin ich zum Festland rübergefahren und habe ein paar andere Schafe geschert. Hallo ihr beiden. Ich hoffe, Sean hat nur Gutes von mir erzählt. Und nach einer Weile hatten wir den Step mit der Wolle endlich erledigt. So, ich glaube, wir könnten unser Zelt schon fertig bauen. Bisschen Wolle noch hier. 1, 2, 3, 4... 5, das passt perfekt. Eine Sache fehlt aber noch, die ich unbedingt einbauen möchte. Dafür kommst du wieder ins Spiel, Sean. Eine Wolle schon wieder. Ich glaube, es ist ein bisschen stressig mit 4 Edgars, oder? Wir lassen 2 Edgars wieder frei. Dann könnt ihr die Insel bevölkern und Sean hat immer noch ein bisschen Gesellschaft. Wir haben nämlich noch ein Eisen-Ingot übrig und damit craften wir uns etwas ganz Besonderes, nämlich eine Laterne. Mit Abstand die schönste Lichtquelle in ganz Minecraft. Die kommt einfach mal hier in die Mitte vom Zelt. Guck mal, wie wunderschön die einfach schwenkt. Und also, wer ohne Laterne im Haus ist, das weiß ich auch nicht. Wir legen uns wieder einmal schlafen. Und was wir mit der Wolle machen werden, macht man das so? Ja, wir machen uns ein Banner. Genau das hat dem Zelt gefehlt. Noch ein paar mehr Banner brauchen wir. Also wenn du immer eine Wolle gibst, Sean, dann wird daraus auch nichts. Eigentlich sollten wir aber nicht das Banner färben, sondern eine andere wichtige Sache, nämlich das Bett. Damals waren alle Betten in Minecraft rot. Das ist einfach eine der ikonischsten Sachen überhaupt. Oh mein Gott, was ist denn da los? Sean! Wir machen uns noch ein weiteres Banner. Und das ist genau, was das Zelt gebraucht hat. Und an dieser Stelle wird es Zeit, die allererste Folge einfach Minecraft zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch alles für das Projekt wünscht. Und danke an meine Schwester, dass sie mir beim Intro geholfen hat. Hallo! Wir sehen uns übermorgen um 19:15 Uhr wieder. Und damit haut rein, Leute. Ciao!